Hallihallo miteinander und herzlich willkommen zu meinem 159. Kreativtipp, hier wieder live aus meinem Bastelatelier Sabrinas Kreativecke in Würelingen. Auch mich hat das Klötzli-Fieber gepackt. Unglaublich, was so ein paar Holzstückchen auslösen können. Ganz tolle Weg zum kreativ sein. Und heute zeige ich euch einen Kreativtipp, was ihr beispielsweise mit so Holzklötzchen gestalten könnt. Wenn ihr jetzt nicht gerade die daheim habt, könnt ihr auch Kaplanklötzchen nehmen oder sonst irgendwelche Spielholzklötzchen. Das spielt absolut keine Rolle. Es lässt sich aus allem etwas zaubern. Du brauchst dazu verschiedene Holzklötzchen, den Rubelgol. Den brauchen wir, um die zusammenzuleimen. Outdoor-Dekor Farbe Weiss. Strukturschill-Reliefpaste und Glitzercreme. Dann habe ich mir noch eine Flex-Schablone genommen. Ich habe hier die aktuelle aus dem Sommerflyer mit dem schönen Blumenmotiv. Ich finde, das passt doch perfekt auf ein Schild. Als erstes tue ich mir mit dem Rubelgol die Klötzchen zusammenleimen. Jetzt, ich habe so Anführholz, nennt sich das, glaube ich, genommen oder gekostet. Und die sind sehr, sehr ungleichmäßig. Das heisst, wenn ich die jetzt zusammenleime, schaue ich, dass wenigstens eine Seite wie eben ist. Also das heisst, die unten drin liegt. Einfach mal drauf tun, den Rubelgol, und ankleben. Und dann das Ganze so trocknen lassen. Ich könnte es beispielsweise auf ein Backpapier drauf tun, dann tut hier den überschüssigen Rubelgol nicht ankleben und so glatt drücken, damit wir hier eben eine schön ebene Fläche haben, weil hinten, seht ihr, ist es ein bisschen uneben. Das habe ich hier schon vorbereitet. Und jetzt nehme ich mir zuerst die Outdoor-Dekor-Farbe in Weiss und gebe dem Ganzen noch einen Shabby-Effekt. Das sieht mit dem Holz übrigens mega aus. Ich tue einfach drüber braschen mit Weiss, nicht deckend, einfach so kreuz und quer. So. Und dann nehme ich mir noch die Reliefpaste und die Schablone. Tue die platzieren, so wie ich es gerne hätte. Und im Nachhinein dann die Reliefpaste nehmen und entweder mit dem Finger oder mit dem Spachtel auftragen. Ich will hier nicht das ganze Motiv drauf, ich habe ja auch gar nicht Platz auf diesen Klötzchen. So. Abziehen. Und dann ist das Motiv drauf. Das Ganze trocknen. Jetzt muss ich mir ganz schnell ein Feuchttüchchen holen. Das ist wieder mal der Beweis, dass ich wirklich live bin. Dass es kein Fake ist. Ich muss die Schablone schnell reinigen, sonst mache ich es zusammen unter lauwarmem Wasser. Ohne Seife, ohne Abwaschmittel. Aber jetzt, wie es schnell muss gehen, mache ich das ausnahmsweise mal mit einem Feuchttüchli. Wenn das Ganze trocken ist, auch hier habe ich einen Zeitraffer vorbereitet, tue ich auf der genau gleichen Stelle die Schablone noch mal drauflegen und dann kann man sie so wie ein bisschen andrücken. Und jetzt gehe ich mit der Glitzercreme Regenbogen, oder wir bei uns im Team The Rockets nennen sie auch Einhorncreme, noch mal drüber. Das gibt nämlich so einen mega hammermäßigen Glitzereffekt. Und gerade in Kombination mit der Reliefpaste sieht es einfach wunderschön aus. Also hier aufspachteln. Oder ihr könnt selbstverständlich auch hier mit dem Finger das drauf
kreiseln. So. Das macht ein bisschen weniger einen Lärm für euch jetzt. So. Und je nach Untergrund nimmt eben die glitzergreme Farbe vom Untergrund wie an. Man sieht es jetzt hier vermutlich fast ein bisschen zu wenig, wie schön dass es schimmert und glitzert. Das ist noch schwierig zu zeigen, aber es gibt einfach wirklich einen hammermäßigen Effekt. Auch hier die Schablone gut waschen und dann kann man hier im Anschluss noch beispielsweise eine Jutterschnur drum binden, eine Aufhängung machen oder eben nicht und das Ganze aufstellen, aufhängen, verschenken, einfach um jemandem eine Freude machen. Wenn ihr eine originelle Karte bräuchtet, könnt ihr auch so ein Schildchen gestalten und euch dann beispielsweise mit dem Designkarton und Gonigoldpunkt den Text der Karte hinten anmachen. Dann kann man nämlich das Papier noch ablösen, wo der Text drauf ist und hat man ein schönes Schildchen zum noch aufstellen. Ja, ich hoffe, du bist inspiriert von dieser Idee. Glitzercreme ist übrigens jetzt im April noch Aktion, wenn du gerne noch möchtest bestellen. Und ja, ich wünsche dir eine tolle Restwoche. Bleib gesund, habt Sorge und bis gleich. Tschüss miteinander.